Okay, super. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ich bedanke mich für die Einladung. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Ihnen so viel Neues erzählen kann, aber ich nehme vielleicht mal eine etwas andere Perspektive ein. Denn wir wundern uns ja immer jetzt aus dieser Biochar-Sicht, die wir uns 10, 15 Jahre schon damit beschäftigen, warum man das nicht so wahrnimmt oder es oft auch in der Öffentlichkeit gar nicht richtig auftaucht. Und einen der Wege oder der Gründe, warum das so ist, möchte ich eben auch mit vorausschicken. Deswegen haben wir das Ganze genannt, also das Ganze hat einmal mit einem sehr praktischen Projekt zu tun. Das ist das Projekt, auf dem der Georg Adisone, mein Doktorand, hier, der auch heute hier ist, seine Promotion macht, wo es letztlich um die Stoffströme der Hochschule Geisenheim geht. Und das andere, der andere Teil, da geht es tatsächlich um die globale Perspektive, denn wir haben bislang in diesen ganzen IPCC-Reports und so fast keine Wahrnehmung für dieses Thema. Und warum das so ist, das möchte ich kurz erklären. Ganz am Anfang möchte ich vorausschicken, wo ich jetzt herkomme, wo diese Hochschule Geisenheim liegt, das ist das Mittelrheintal. Wir haben einen sehr grünen Campus, sind eine sehr kleine Hochschule für praxisorientierte Anbaustudiengänge, Weinbau, Gartenbau und auch Landschaftsarchitektur. Wir haben am Standort eine sehr lange Datenreihe, denn wir sind existieren als Hochschule oder als Forschungsanstalt seit 1872 und seit 1884 im Sommer gibt es eine Station des Deutschen Wetterdienstes und Sie sehen hier die langjährige Mitteltemperatur, immer die Abweichung davon, also das Mittel über die gesamte Zeit ist 9,9 Grad, ab 9 Grad ist Weinbau möglich übrigens. Und Sie sehen, dass wir natürlich gerade die letzten Dekaden diese zunehmende Erwärmung haben. Was ich Ihnen mitbringen wollte, ist die Vegetationsperiode 2018. Da hat der Herr Ehlich, der unsere Wetterdaten hier für diese Grafiken verwaltet, die Achse strecken müssen. Denn diese Supertemperatur des Jahres 2018, jetzt April bis Oktober, die Mitteltemperatur ist da halt so rausgeschossen, dass die seit 1885 herrschende Achse jetzt nach oben verlängert werden musste. Ja, was bedeutet das im Rheingau? Das ist jetzt einfach nur mal so ein bisschen, dass der Klimawandel nichts ist, was nur in der Zukunft kommt, sondern etwas, was sich jetzt schon ableiten lässt. Wir haben hier eine Grafik der Phänologie der Rebsorte Riesling und Sie sehen hier immer in den mittleren Austrieb als blauen Pfeil, also zum Beispiel den Beginn des Blattaustriebs, Blühbeginn, Reifebeginn, Lesebeginn. Und es ist mal ganz gut zu sehen, wie weit sich das nach vorne verlagert hat. Sie haben hier also Reifebeginn und Lesebeginn fast einen Monat früher als im langjährigen Mittel. Und das ist, weil man das immer denkt, dass das alles nur gut wäre, das ist gerade bei der Rebsorte Riesling nicht unbedingt gut, weil die bildet diese Aromatik eigentlich bei kühlen Nachttemperaturen Mitte Oktober. Und so ist die auch gezüchtet und dafür ist sie eigentlich ausgelegt. Und naja gut, das sind mal so ganz andere kleine Hinweise darauf, wie bei uns Klimawandel dann aussehen kann. Und sie haben dann Starkniederschläge auf die ausgetrockneten Böden. Wir haben in der Regel keine horizontalen, also keine Querterrassierung mehr, sondern die sogenannten Falllinienanbau. Und wenn dann die Böden ausgetrocknet sind, die Hälfte ist nicht begrünt, dann schwimmt ihnen der Boden natürlich ganz schnell beim Starkregen davon. Also das war jetzt letztlich so ein bisschen eine Einleitung aus der Region, dass Sie wissen, wo wir herkommen. Ich gehe jetzt erst darauf ein, wie Pflanzenkohle eigentlich wahrgenommen wird und wie wir jetzt mit ersten Studien einfach mal ein globales Potenzial auf eine andere Weise abgeschätzt haben. Ich stelle kurz ein Projekt vor, was dann nämlich in die Praxis überleitet, also wie kann man vielleicht an einem Standort praktisch so eine Sache implementieren und dann eben die entsprechenden Anträge, wie wir uns so eine Umsetzung vorstellen. Also dieses Projekt läuft schon und es hat quasi die Daten generiert, die uns dann diese Möglichkeit gegeben haben, da hoffentlich den nächsten Schritt zu tun. Und auch was wir dafür gelernt haben auf diesem Weg, ne, dieses globale Denken und das globale, lokale Handeln, das möchte ich zeigen. Ich mache es ähnlich wie der Bruno, hier unten sehen Sie, wo ich bin, das habe ich mir bei dir abgeguckt. Warum brauchen wir Negativemissionen? Dies ist natürlich auch so ein blöder Terminus, Negativemissionen. Ne? Das klingt eigentlich nach was Schlechtem, ist also schon mal vom Marketing her eigentlich kein guter Name. Man nennt es auch Carbon Dioxide Removal, CDR wird es oft abgekürzt.
Und eigentlich bedeutet es einen Nettoentzug aus diesem Pool Atmosphäre in die terrestrische oder in die Biosphäre allgemein. Das ist das, was wir sehen, wo wir eigentlich hin müssen. Das sind, wären die menschlichen Kohlenstoffemissionen, hier diese Kurve. Und das sind, ist das, was zu erwarten ist. Und zwar ist das Graue ist fossile Brennstoffe und Landnutzungsänderungen wäre hier dunkel. Das soll eben möglichst nämlich zu einer Landsenke werden um Mitte des Jahrhunderts. Das ist hier das orange Land Use and Land Use Change. Und dann brauchen wir noch mehr Entzug, auch weil wir mit dem Ausfaden von dem Fossilen vielleicht nicht schnell genug sind. Und wir brauchen netto auch noch wieder Entzug, damit wir überhaupt bei 2 Grad landen können. Das ist fast keinem bekannt, aber wenn wir das 2 Grad Ziel einhalten wollen, müssen wir nicht nur dekarbonisieren bis Mitte des Jahrhunderts, eigentlich fast auf Null sein, wir müssen zusätzlich auch noch Kohlenstoff da rausholen aus der Atmosphäre. Und es gibt eigentlich nur einen Prozess, der das bisher ordentlich kann, und das ist Photosynthese. Und da kommen wir nämlich zu der Frage, welche Möglichkeiten gibt es überhaupt? Wie können wir CO2 wieder aus der Atmosphäre entfernen? Das ist hier vom Mercator-Institut von der Homepage entnommen. Es gibt natürlich uralte Techniken, die immer schon funktioniert haben und die auch weiter funktionieren werden. Dazu gehört wieder Aufforstung, also wenn ich jetzt degradierte Flächen wieder bewalde, wenn ich hingehe und eine Fläche, auf der bislang nur annuelle Pflanzen stehen, so agronomisch nutze, dass es auch perennierende Pflanzen mit Biomassezuwachs gibt, dann habe ich da mehr Kohlenstoff stehen, als ich quasi im Jahr davor hatte, von einem Jahr auf das andere, und dann habe ich über die Bindung in Holzbiomasse habe ich eben eine Kohlenstoffbindung, die so lange besteht, bis dieses Holz verbrannt wird, es sei denn, es wird stofflich genutzt oder so konvertiert, dass wir dieses Konvertierte eben länger in der Biosphäre behalten. Dann ist das, was fast immer in dem IPCC-Bericht ist, Bioenergy with Carbon Capture and Storage. Das meint riesen Biomasseplantagen. Sie brauchen einen großindustriellen Ansatz dafür, denn sie brauchen dann große Verfeuerungsanlagen, denn nur dort wird es ökonomisch möglich sein, mit einer CO2-Abscheidung zu arbeiten. Und das pumpen wir dann in irgendwelche geologischen Lagerstätten, hoffen, dass es da bleibt. Und Sie wissen alle, wie das mit einer Endlager oder mit einer Lagersuche ist. Kann sein, dass es sicher ist, aber es wird wahrscheinlich immer zu Konflikten führen, wenn Sie es mit einer Demokratie zu tun haben, es sei denn, Sie können es anordnen, wie es vielleicht in China möglich ist. Bislang gibt es 2 Pilotanlagen, die aber auch nicht richtig funktionieren, eine in Kanada, eine in Island. Das ist alles. Aber es ist der Hauptpfad im letzten IPCC-Bericht, im 5. Ozeandüngung hat man mal geglaubt, dass das gut funktioniert, aber man sieht zunehmend, dass das nicht klappt, dass diese Form der Negativemissionstechnologie nicht wirklich anwendbar ist. Wir wissen, Biochar geht auch. Und dann gibt es noch was, das nennt sich beschleunigte Verwitterung, und das brachte mich auf die Gesteinsmehl oder die Gesteinssache. Denn sobald man ein silikatisches Gestein benutzt, entsteht bei der Verwitterung von diesem Gestein eine CO2-Bindung. Und das ist auch eine Technik, von der man weiß, dass sie geht. Da gibt es nur wissenschaftlich noch große Unsicherheiten. Wie kann ich es ökonomisch gewinnbringend implementieren und welches Potenzial hat es wirklich? Also die wissenschaftliche Seite muss noch ein bisschen nacharbeiten. Ist aber auch spannend. Und dann gibt es noch Direct Air Capture, ein hohes Potenzial, aber es kann sein, dass wir noch bis Mitte des Jahrhunderts entwickeln, bis das überhaupt im großen Maßstab funktioniert. Sie werden sehr viel Energie dafür brauchen und es ist noch extrem teuer. Also, und das ist jetzt nicht nur eine technologische Geschichte, sondern es kann sein, dass diese Art der CO2-Sequestrierung enorm was kostet, auch wenn man diese technologischen Turnover mit einbezieht. Ja, wenn wir jetzt negative Emissionen brauchen, wie viel Zeit bleibt uns noch? Das ist das, was wir in den jetzigen Berichten haben. Also wir müssten eigentlich, wenn wir beim aktuellen Niveau weiter emittieren, hätten wir jetzt in 5 Jahren das CO2-Budget aufgebraucht für dieses entsprechende 1,5-Grad-Ziel und in 20 Jahren würden wir dann das 2-Grad-Ziel reißen. Das heißt, das ist einer der Gründe, warum Negativemissionstechnologien wirklich ein großes Forschungsfeld sind. Es gab auch von der DFG ein Schwerpunktprogramm, Geoengineering. Das hat eben einen ganzen Anteil an diesen sogenannten CDRs, also Carbon Dioxide Removal Technologies, enthalten, aber auch sowas wie Radiation Management, also ich blase Sulfaterosole in die obere Stratosphäre zum Strahlungsblocken, was zum Beispiel an der Ozeanversauerung gar nichts ändert. Das hier soll Ihnen zeigen, das sind die Menge an Publikationen
von einer bestimmten Negative Emission Technology, die in die verschiedenen IPCC-Berichte eingeflossen sind. Hier ist auch einfach mal gezeigt, wie über die Jahre, welche Anteile da bestimmte Techniken gehabt haben in der wissenschaftlichen Literatur, wenn es direkt konkret um Negative Emissionstechnologien ging. Und was Sie hier sehen können, das Rote ist Biochar. Das Blaue ist Soil Carbon Sequestration, also auch hier für Per Mill-Initiative und so weiter. Und das Orange ist Afforestation. Das ist das, was die Literatur reflektiert. Das heißt nicht, dass es das Potenzial unbedingt ist. Das große Problem ist, dass die meisten mit Biochar nicht unter dieser Brille arbeiten, Negative Emission Technology. Es wird dann teilweise nicht wirklich gefunden in der Literatur. Und hier sehen Sie, wie das sich so für die Zusammensetzung dieser verschiedenen Studien sich für diese IPCC-Reports geändert haben. Das ist der fünfte Sachstandsbericht, da ist Biochar, hier taucht zum ersten Mal überhaupt auf. Und Sie sehen auch, wie dieses einzige Afforestation, wie das nach und nach runtergeht und wie hier das zum Beispiel das lilafarbene Bioenergy plus Carbon Capture and Storage da reinläuft. Also das ist die Wahrnehmung in der Scientific Community. Wenn wir jetzt eigentlich so eine NET betrachten, dann wäre zu fragen, ist die schon überhaupt ausgereift genug, damit man damit arbeiten kann? Gibt es die schon? Oder haben wir die erst zu erwarten in 30 Jahren von jetzt? Weil dann nützt die uns nichts, weil wir müssen es jetzt machen. Das ist genau der Punkt. Diese Negative Emission Technology sollte auch ökonomische Co-Benefits schaffen können und nicht nur Kosten, sonst wird sie nachher rein subventionsgetrieben sein, was eigentlich schlecht ist, weil dann haben sie wieder so eine Art Planwirtschaft. Das andere passt sich dann eher an, je nachdem, welche Gegebenheiten Sie vor Ort haben, was entsprechend nützt. Und diese Negative Emission Technology sollte nicht auf Kosten der Umwelt und der Menschen gehen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich brauche riesige Biomasseplantagen, dann sind eigentlich die Konflikte vorprogrammiert. Und sie sollte skalierbar sein, von ganz groß bis auch kleiner. Und naja, wir wissen ungefähr alle, wo wir da die Sache mit der Biochar einzuordnen haben. Ja, und wenn wir jetzt Biomassepyrolyse mal einordnen, und das ist hier entnommen aus einer Publikation von Pete Smith von 2016, und da sind diese verschiedenen Techniken eingeordnet worden, in wie viel Land brauche ich dafür und wie viel Gigatonnen Kohlenstoff pro Jahr Potenzial zum Removal bekomme ich. Und da ist Biochar irgendwo hier unten eingeordnet. Bei Enhanced Weathering und bei Direct Air Capture sehen Sie, also je roter die Farbe, desto teurer die Technik. Und bislang ist Biochar eben so eingeordnet worden. Und hier oben haben wir eben diese großen Potenziale und deswegen sind die eben auch primär wahrgenommen worden. Und jetzt ist die Frage, können wir da eigentlich überhaupt hinkommen? Und das war der Ausgangspunkt dieses eines Antrags, den wir zusammen mit dem Potsdam Institut für Klimafolgenforschung gestellt haben. Da mussten wir erst nochmal so eine interne Auswahlprozedur durchlaufen, ob wir überhaupt den Antrag stellen dürfen in dieser BMBF-Linie. Und dann haben wir tatsächlich da grünes Licht gekriegt und mussten in einer Woche einen Antrag schreiben. Und es ging aber und wir haben dann das Projekt auch bekommen, sodass wir überhaupt das erste Mal so eine Abschätzung machen durften. Ja, und jetzt müssen wir im Prinzip uns anschauen, haben wir uns dann angeschaut, wie sieht das eigentlich, dieses Potenzial aus. Wir sind nämlich erstmal beim gleichen Punkt gestartet wie BECCS. Also wir haben gesagt, okay, was die können, können wir auch. Wir gucken jetzt einfach mal durch dieselbe Brille. Wir wissen, wir können mehr und anderes, aber das ist unser Startpunkt, weil wir müssen jetzt auch bei den Publikationen erstmal einen Schritt nach dem anderen gehen, damit diese Modellierer-Community die ganze Kiste überhaupt wahrnimmt. Ich gehe da jetzt gar nicht weiter drauf ein, wo wir da noch entsprechend hinwollen. Was wir getan haben, ist, das ist die Arbeit von der Constanze Werner hauptsächlich, vom PIC, also Doktorandin beim Wolfgang Lucht. Wir haben dieses globale dynamische Vegetationsmodell, LPJML benutzt, Lund, Potsdam, Jena Modell. Und haben im Prinzip den Austausch Biomasse-Atmosphäre, das geht über Stundenwerte auf dem gesamten globalen Raster modelliert und haben bestimmte Annahmen vorher getroffen. Und zwar geht es darum, welche Flächen darf ich überhaupt verwenden? Denn ich will ja eigentlich zum Beispiel Flächen, die ich wegen der Biodiversität haben will, da darf ja nicht sowas kommen. Da kann ich ja keine Biomasseplantage hinsetzen. Ich will ja nicht irgendwelche Wälder abholzen, um dann negative Emissionen zu generieren, die pseudomäßig wäre, weil der Kohlenstoff ist ja eigentlich schon gebunden. Ich will nicht in Konkurrenz zur Nahrungsmittelproduktion treten. Und dann haben wir uns eigentlich erstmal die Frage gestellt, wie viel bleibt denn dann überhaupt und was können wir damit machen? Und wir haben dann die Fragen gestellt, okay, was kann ich schaffen damit und wenn ich mehr schaffen will, wie sehr laufe ich dann
in den Bereich rein, wo ich Flächen verbrauche, die ich eigentlich nicht antasten will. Das heißt, irgendwann komme ich natürlich dahin, da habe ich dann eine Riesenmenge negative Emissionen, CO2-Entzug, aber ich kann keine Nahrungsmittel mehr produzieren. Oder ich knapp's meine Flächen an, die Biodiversity-Hotspots sind, da will ich nicht hin. Und was wir gefunden haben ist, also wir haben zum ersten Mal diese möglichen Möglichkeiten und Potenziale aufgeschlüsselt und auch immer gezeigt, wie sehr wir planetare Grenzen überschreiten, wenn wir einen zu hohen Bedarf haben an Kompensation von das zu hohen Negativemissionsbedarf. Das zeigte sehr, sehr deutlich, dass wir da keinen Ablasshandel haben. Das können wir weder mit BCCS noch können wir das mit etwas, wir nennen das PYX, Pyrolysis for Carbon Capture and Storage. PYX hat natürlich auch irgendwas mit PYX zu tun, also es war schon so ein bisschen ein Wortspiel von uns. Wir haben da zum ersten Mal dann aufgezeigt, dass wir sogar es fast schaffen können, flächenneutral etwa 100 Gigatonnen Kohlenstoff bis Ende des Jahrhunderts zu kompensieren, wenn wir nämlich in Betracht ziehen, dass wir in den Tropen und Subtropen aus Metastudien verbrieft diese 20-prozentige Ertragssteigerung haben. Wenn wir die mit zugrunde legen, dann kommen wir relativ weit mit den Negativemissionen. Wenn wir jetzt aber sagen, wir reduzieren unsere Emissionen nicht, wir powern weiter und schmeißen hier fossilen Kohlenstoff, wer weiß wie rein, und dann wollen wir das alle gern durch sowas ausgleichen, so als Ablasshandel, klappt nicht. Das heißt, da kommen wir dann in den Bereich, dass wir so viel Fläche brauchen, dass wir diese Areas of Conservational Interest anknapsen oder dass wir hingehen und quasi die Nahrungsmittelsicherheit gefährden. Wo wir jetzt hin wollen, das sind jetzt unsere nachfolgenden Arbeiten, ist eigentlich, dass wir schauen, wie die Potenziale aussehen, wenn wir nicht nur wechseln in Richtung, dass wir jetzt diese Plantagenansätze wählen, sondern dass wir es integrieren in landwirtschaftliche Flächen, dass wir mit veränderten Systemen rechnen, wie Agroforstsystemen, die eine ganz andere Form der Kohlenstoffbindung und Bewirtschaftung haben, und schauen, wo wir dann hinkommen, mit welchen Potenzialen. Und da kommen wir wahrscheinlich in eine ganz realistische Ecke, die immer noch ziemlich was leisten wird und somit dann eben als Technik interessanter wird. So, jetzt will ich einfach mal nach diesem kleinen Motto etwas vorstellen, was wir da an der Hochschule Geisenheim machen. Wir haben da eine sogenannte Phase-Anlage. Das heißt Free Air Carbon Dioxide Enrichment. Da wird also CO2 ausgebracht, wie wir es in 50 Jahren etwa haben werden. Plus 20%, also auf 480 bis 500 ppm. Und wir schauen uns an, wie das Einfluss nimmt auf Pflanzenphysiologie, auf Produktqualität, phytomedizinische Aspekte, Pflanze-Boden-Interaktionen und so weiter. Wir haben da Gemüsebau-Phase-Ringe und entsprechend Weinbau-Phase-Ringe. Und die Idee kam, weil die Besucher immer sagen, naja, ihr setzt ja selber CO2 frei. Ihr heizt ja den Treibhauseffekt auch noch an mit eurem Experiment. Dazu muss man sagen, das ist ja meist CO2, was aus industriellen Prozessen stammt und ein Umweg über unsere Anlage geht. Und es wäre normalerweise sowieso in die Atmosphäre gelangt. Aber es sind etwa 200 Tonnen pro Jahr, die da freigesetzt werden. Und wir haben so spaßeshalber gesagt, lass uns mal gucken, was wir kompensieren können. Denn wir haben ja viel Biomasse an der Hochschule. Wir sind ja eine angewandte Hochschule mit Weinbauflächen, mit Obstbauflächen, 32 Hektar alleine und dann auch Parkanlagen und so weiter. Was könnten wir denn rein theoretisch kompensieren? Und das ist Teil des Projektes von Georg, dass er sich anschaut, wie sind diese entsprechenden Potenziale an der Hochschule. Das sind also diese CO2-Emissionen aus der Phase-Anlage und da wollen wir eigentlich hin, wenigstens sozusagen rechnerisch das zu kompensieren. Wobei, wie gesagt, das sind eigentlich gar keine echten Emissionen, aber wir haben auch noch jede Menge andere Probleme. Das heißt, der Ansatz ist erstmal, dass wir diese Potenziale abschätzen wollen und wir wollen schauen, wo bei uns die Löcher sind, die gestopft werden müssen. Wir sind also eine Hochschule mit nur 1600 Studierenden, wir haben viel Gewächshausbestände, alte Gebäude. Also Sie können sich vorstellen, der CO2-Footprint pro Student ist mies. Das sind wir mit die schlechteste aller Hochschulen in Hessen. Da ging es erstmal ums Abschätzen des Energiebedarfs und dann eben dieses Potenzials, was wir theoretisch aus der Biomasse für Pyrolyse hätten, und Entwicklung eines Modells, was eben Materialnutzung und Wärmenutzung und C-Sequestrierung durch Biochar einschließt. Das war dann erstmal so ist das Zwischenergebnis vom Georg, dass er einfach geschaut hat, welche Flächen haben wir. Wir haben Weinbau, das ist hier pinkfarben. Wir haben Parkflächen, das ist hier Pomology, Obstbau.
wir haben hier Gemüsebauflächen, das ist helle Grün, und wir haben hier oben noch Außenflächen, die noch nicht bestanden sind, und zu einem der Modelle gehört es, dass wir einfach mal durchrechnen, was würden Short Rotation Forest Crops da bringen, also kurz Umtriebsgehölze. Aus diesen Flächen lässt sich einmal ein theoretisches Potenzial aus der Literatur ableiten, dann das theoretische, das wir wirklich dadurch erhoben haben, dass er bei den Instituten die Daten eingeholt hat, das technische Potenzial, also abzüglich der Ernteverluste durch Bearbeitung und so weiter. Und dann haben wir hier noch ein Szenario, wo wir eben diese Kurzumtriebsplantagen mit dabei haben. Und wir kommen so auf etwa 150 bis 200 Tonnen Biomasse, die da jährlich anfangen. Was dann noch dazu kam, war die Lastkurve der jetzigen Gewächshäuser, die einfach einen hohen Wärmebedarf haben. Und das ist dieser sortierte Lastgang, dass wir einfach mal sehen, okay, wir haben hier diese Anzahl von Stunden, wo wir einen geringen Wärmebedarf haben, und die Spitzenbedarfe, da haben wir nur geringe Zeiten. Und da ging es darum zu konzipieren, wie das dann aussehen könnte, dass wir also für diese Art der geringen Bedarfe, die eine Pyrolyseanlage haben, und dass wir entsprechend zwei Zwischenspeicher haben, eben für die Spitzenlast und für die Basislast. Und jetzt wussten wir also, okay, wir haben so und so viele Tage ohne Wärmebedarf, und wir haben dann verschiedene Szenarien, dass wir sehen können, welche Durchsätze pro Stunde wären dann für welche entsprechenden Tage möglich und nötig. Tja, und so kommen wir dann darauf, dass wir nachher gesehen haben, okay, das wäre eigentlich eine runde Sache. Wir mit unserem Gewächshauswärmebedarf, wir könnten also die Pyroabwärme sehr, sehr gut gebrauchen, könnten aber gleichzeitig quasi CO2 Carbon Credits generieren und selber natürlich die Kohle weiter nutzen als Minderungsmaßnahme. Und dann kam diese Ausschreibung daher, CO2-Minderungs- und Energieeffizienzprogramm des Landes Hessen. Wir haben nämlich eigentlich die Vorgabe, bis Mitte des Jahrhunderts, bis 2030, wollen wir eigentlich eine CO2-neutrale Verwaltung in Hessen haben. Das wird nochmal spannend, weil selbst wenn nachher alle Gebäude gut gedämmt sind, es gibt Restemissionen, die lassen sich einfach nicht so ohne weiteres abstellen. Ja, und die Förderbedingungen hierfür für Gebäude war zum Beispiel antragsberechtigt sind strukturelle und Dämmungsmaßnahmen, Energieerzeugung in nachhaltiger Weise, Konzeptentwicklung, Renovierung, aber keine neuen Gebäude. Und die Gebäude sollen für die nächsten 30 Jahre genutzt werden, Fertigstellung soll in naher Zukunft erfolgen. Ja, und jetzt kam es zu einer kreativen Interpretation des Teams, was den Antrag geschrieben hat, also Georg war beteiligt. Es ging darum, dass man strukturelle und Dämmungsmaßnahmen nutzt, dass Energieerzeugung einfließt, eben zum Teil über Pyrolyseanlage, und dass wir die alten Strukturen nutzen, obwohl wir eigentlich in Wirklichkeit, wenn man mal ehrlich ist, ein neues Gebäude drüber stellen. Das heißt, wir konnten sagen, okay, wir können das alles bedienen, los geht's mit der Antragstellung. Falls es dies zu dieser Finanzierung kommt, kommt die Hälfte vom Land Hessen und die Hälfte von der Hochschule Geisenheim, die auch ordentlich jetzt Investitionsmittel vom Land Hessen hat für die Zukunft. So schaut das dann in Realita aus. Das ist die Anlage, wie sie heute da steht. Das ist hier nochmal durch ein Programm entsprechend dargestellt. Sie sehen hier so einen Blick auf diese alten Gewächshäuser. Und Sie können sich vorstellen, dass die haben alle ein schlechtes Verhältnis von Innenraum zu Außenhüllfläche. Also da, und dann schlecht isoliert, dann geht halt recht viel verloren. 22 Gewächshäuser, Typ Breitschiff. Dazwischen sind auch überall in diesen sogenannten Verbindern Sozialräume, Lagerräume. Dies ist 1990 bis 92 gebaut worden und entsprechend mittlerweile eben nicht mehr das Neueste. Der Grundgedanke ist also, jetzt dort einen großen Fenlo-Block drüber zu stellen und letztlich diese Strukturelemente da drin zu nutzen und den CO2-Fußabdruck zu senken, einmal durch Einfügen der Pyrolyse ins Konzept, aber auch eben durch entsprechende thermische Dämmung. So schaut das dann aus, so ist dann der Grundgedanke, dass darüber ein entsprechender Block gesetzt wird, dass die Pyroanlage zuarbeitet und dass dann darin die alten Gewächshäuser quasi demontiert werden. Der Vorteil ist, dass wir dann ein ganz anderes Verhältnis von der Außenhüllfläche zum Innenraumverhältnis haben und dadurch schon allein 26% Einsparung, dass wir dann durch besseren solaren Eintrag und eine andere Wärmeverteilung 20% einsparen. Und dann kommt eben auch noch die Pyroanlage entsprechend hinzu. So würde das dann später aussehen. Und so konnten wir dann gucken, was für eine Anlage kann man nehmen. 30 kW Wärmeenergie, 6000 Stunden Laufzeit. Da wären wir jetzt bei einer Biomarkon-Anlage. Also wir können noch nicht zu groß sozusagen.
wir hätten einen entsprechenden Output an Wärme und eben so und so viel Tonnen Biochar. Da hätten wir aber einen letztlichen Biomassebedarf, der eben deutlich höher liegt als das, was wir haben. Und das hat dann dazu geführt, da gehe ich jetzt noch mal eins weiter, dass angefragt wurde bei der umliegenden Gemeinde, haben wir vielleicht, können wir eure Biomasse haben, zum Beispiel. Und die Antwort war, interessant, wann können wir liefern? Also die meisten Grünflächenämter hätten ein großes Interesse daran, wenn sie haben hohe jährliche Entsorgungskosten für diese ganzen Biomasse-Stoffströme, das abzugeben. Dafür möchten sie aber gerne mindestens teilweise Carbon Credits haben, weil sie müssen ja CO2-neutral werden. Und die verfügbare Biomasse, da kommt einiges dazu, nämlich noch an holziger Reststoffbiomasse und auch an krautiger Biomasse und nochmal gemischte. Und so kämen wir dann über diese entsprechenden Massen auch nachher auf eine Einsparung an der Hochschule Geisenheim von etwa 200 Tonnen CO2 über diesen Weg. Das ist die Menge allein an Zertifikaten, also spielt jetzt noch die ersetzte fossile Heizenergie, ist da jetzt noch gar nicht mit drin, wäre die Menge, die entweder von uns ausgegeben oder selbst genutzt werden könnte. Und wie gesagt, dieses Interesse wächst jetzt, weil dieser Bedarf da ist, dass man solche Konzepte vielleicht entwickelt, weil wir eigentlich alle noch so Restemissionen zum Kompensieren haben. Also um da jetzt zu einem Fazit zu kommen, für mich ist es schon jetzt, das ist hier in diesem Kreis besonders intensiv jetzt, einfach sehr schön zu sehen, dass ein sehr langer Weg, den wir alle gegangen sind, immer über Forschung, über ja einfach Grundlagenarbeiten, dass man sieht, wie so eine Idee Gestalt annimmt und wie wir jetzt eben auch nach Konzepten suchen, wie man Sachen implementieren kann. Ich will jetzt nicht sagen, das ist der Königsweg oder so, ganz im Gegenteil. Es geht einfach darum, Beispiele zu schaffen. Denn was wir gelernt haben, das hat der Georg so schön ausgedrückt, Pyrolyse ist weitaus unbekannter, als wir befürchtet haben. Und bei der Verwaltung war das ebenso wie bei den Energieexperten, was uns dann sehr erstaunt hat, weil wir gedacht haben, dass die das wenigstens wissen. Aber gerade die Verwaltung, da sind so diese Basisbretter zu bohren, da geht man hin und sagt hier Pyrolyse, wie, da müssen wir doch Energie reinstecken, wenn wir Kohle machen wollen. Dann sagen wir, nee, so und so funktioniert es. Und dann ist das erstmal schon die erste riesengroße Überraschung, weil in den Köpfen von Leuten, die jetzt oft auch, weiß ich nicht, eine ökonomische Ausbildung haben, ist irgendwie oft drin, Pyrolyse kostet Energie. Also, dass ich die da reinstecken muss. Das heißt, wir haben wirklich einen Riesenbedarf an Öffentlichkeitsarbeit und solche Projekte wie das, wenn wir es bekommen, soll vor allen Dingen dazu dienen, als Fallbeispiel zeigen zu können, wie solche Lösungen aussehen können. Denn das ist das große Problem. Wir haben ein Problem mit dem Transportieren von diesem Wissen in die Öffentlichkeit und davon zu zeigen, guck mal, das geht und es ist nicht giftig und es ist nicht gefährlich und man kann es und so weiter. Das brauchen wir, genauso wie das, was der Björn heute und was ihr beide heute vorgestellt habt. Es ist dieses, wenn es existiert, wenn es da ist, zum Angucken. Das deutsche Wort begreifen kommt nicht umsonst von anfassen. Also ich glaube, wir brauchen mehr solche Beispiele. Und wenn die Leute einmal informiert sind und auch entsprechend überzeugt sind, wenn man die Sachen durchdiskutiert hat, da hat man häufig sehr viele offene Türen, aber da müssen wir einfach hinkommen. Und deswegen brauchen wir mehr Beispiele zum Abgucken. Ja, herzlichen Dank und vielen Dank für die Aufmerksamkeit.